Ja, das glaube ich nicht. Ja, vielen Dank, liebe Ingrid. Vielen Dank an das Bündnis gegen die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe es gerade eben gesagt, wir sind nicht nur mehr als diese Kriegskonferenz. Wir sind vor allen Dingen diejenigen, die für eine übergroße Mehrheit in dieser Bevölkerung stehen, an die 80%, die gegen eine Kriegspolitik sind und gegen eine Aufrüstungspolitik sind, die jetzt im Bayerischen Hof in einer geheimdiplomatischen Ebene sozusagen besprochen und beschlossen wird. Wir sind viel, viel mehr als ihr. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben in einer Welt, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Allein wenn man sich die Ergebnisse der jüngsten Studie der entwicklungspolitischen Organisation Oxfam anschaut, ist klar, wohin die Reise geht. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass im nächsten Jahr 1% der Bevölkerung weltweit mehr Vermögen besitzen als die restlichen 99% auf der Welt zusammen. Das Vermögen der 80 reichsten Menschen hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Sie besitzen nun genauso viel, gerade in der Zeit, in der man von einer Krise sprach. Sie besitzen genauso viel wie die ärmeren 50% der Welt zusammen. Die Reichen und Superreichen häufen durch immer extremere Ausbeutung und Diebstahl ein Vermögen an, das die Arbeiterinnen und Arbeiter auf dieser Welt an Vermögen und Reichtum geschaffen haben. Und da kann ich nur Honoré de Balzac zitieren, der sagte: Hinter jedem großen Vermögen steckt ein großes Verbrechen, liebe Freundinnen und Freunde. Und auf dieser sogenannten Sicherheitskonferenz ist das Überleben der Menschen angesichts dieses himmelschreienden Skandals selbstverständlich kein Thema. Hier in München, im Bayerischen Hof, geht es allein darum, diese auf Ungerechtigkeit und Verbrechen gegründete Eigentumsordnung und insbesondere ihre Dynamik zugunsten der Superreichen militärisch abzusichern. Deshalb rufen wir dieser Kriegskonferenz zu. Wir wollen eure Ordnung der Ausbeutung und der Kriege nicht. Wir wollen radikal von oben nach unten verteilen. Wir wollen Frieden, wir wollen Gerechtigkeit statt einen immer brutaleren Kapitalismus, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein Phänomen, das wir gerade in Deutschland erleben, ist, dass in einer Zeit, in der Reichtum und Armut auch hierzulande weiter wachsen, mit Bewegungen wie Pegida versucht wird, die Wut über das eigene Elend auf die Schwächeren und die Schwächsten in dieser Gesellschaft zu lenken. So werden am Ende die Flüchtlinge für sozialen Abstieg und wachsende soziale Ängste verantwortlich gemacht. Und ein noch selektiveres Einwanderungsgesetz wird gefordert. Ganz nach der rassistischen Maxime, die der ehemalige Innenminister dieses Freistaates, Günther Beckstein, einmal mit dem Satz auf den Punkt gebracht hat: Wir brauchen mehr Ausländer, die uns nützen, und keine, die uns ausnützen. Und von CDU, SPD und Grünen wird deshalb sogleich Initiativen für Einwanderungsgesetze betrieben, die diese Maxime des Nützlichkeitsrassismus in den Mittelpunkt stellen und die Fachkräfteeinwanderung für das deutsche Kapital fördern wollen. Während sich die deutsche Wirtschaft über Lohndruck nach unten und vor allen Dingen die Weigerung, junge Menschen auszubilden, ältere Menschen weiter zu qualifizieren,
diesen Fachkräftemangel eigentlich selbst organisiert. Und gleichzeitig werden an den EU-Außengrenzen weiter wird militärisch abgeschirmt. Tausende Menschen ertrinken im Mittelmeer in dem größten Grab Europas mittlerweile. Und wer ist dennoch auf der Flucht vor islamistischen Gotteskriegern in Syrien oder dem Irak bis hierher nach Deutschland schafft, gegen den wird bei Springer als Quelle einer angeblichen Islamisierung in Deutschland kräftig gehetzt. Denn wer nach unten tritt, zementiert das System der Ausbeutung und Bereicherung für die Reichen. Und deshalb gilt, wer vom Kapitalismus nicht reden will, der muss über Rassismus schweigen. Wir wollen keinen Nützlichkeitsrassismus. Flüchtlinge sind bei uns willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sagen es mit Rosa Luxemburg, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, die Grenzen verlaufen zwischen oben und unten. Liebe Freundinnen und Freunde, wohin wir auch heutzutage blicken, wird an einem neuen Feindbild Russland gearbeitet. Das Bild eines barbarischen Russland wird gezeichnet, eines aggressiven, das auf Expansion aus wäre. Dabei geht doch vom deutschen Boden ein Krieg gegen tausende Menschen los, ohne Verfahren und ohne Prozess mit den Drohnenmorden. Für einen Verdächtigen sollen laut unabhängigen Studien 28 weitere Menschen immer durch diese Drohneneinsätze getötet werden. Unter ihnen allein im letzten Jahr über 200 Kinder. Aber dennoch, das dunkle Reich im Osten soll unser neuer Feind sein. Der neue Kalte Krieg hat schon längst begonnen. Um die Ukraine als Frontstaat gegen Russland zu etablieren, unterstützt man auch Nazis in der Kiewer Regierung. Und wenn es um die Verharmlosung der ukrainischen faschistischen Kräfte geht, verschwimmen in Deutschland die Parteigrenzen von Union und Grünen. Schande! Bertolt Brecht zu zitieren, ohne gerügt zu werden, ist ja heute nur schwer möglich, liebe Freundinnen und Freunde, zumindest im Deutschen Bundestag. Deshalb möchte ich mit einem Zitat von Karl Liebknecht einen Bogen schlagen. Angesichts des in Deutschland geschürten Hass auf Russland und den barbarischen Zarismus, gegen den Deutschland angeblich einen Verteidigungskrieg führen müsse, formulierte er vor 100 Jahren mitten im Ersten Weltkrieg Folgendes. Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland. Der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. 100 Jahre sind manchmal wie ein Tag. Ich finde, Karl Liebknecht hat recht. Und Karl Liebknecht hatte in diesem Antikriegsflugblatt Folgendes noch präzise formuliert. Er sagte, die Feinde des Volkes rechnen mit der Vergesslichkeit der Massen. Wir setzen dieser Spekulation entgegen die Losung, alles lernen, nichts vergessen. Liebknecht ging es darum, die Kriegslügen anzugreifen, mit denen die Bevölkerung für das Massenmorden begeistert werden sollte. Heute, 100 Jahre danach, scheint sich nichts geändert zu haben. Der Feind steht im Osten, der Feind, den man Morris lehren will, ist Russland. So forderte im Vorfeld der Sicherheitskonferenz hier ihr Chef Wolfgang Ischinger, Russland durch die Drohung von Waffenlieferungen an die Ukraine unter Druck zu setzen. Ischinger wörtlich zur Ukraine,
Das Land muss finanziell massiv unterstützt werden und der Westen muss dazu beitragen, dass ein militärisches Patt entsteht, damit die Waffen schweigen. Ischinger geht es allen Dementis zum Trotz um eine militärische Lösung dieses Konfliktes, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb rufen wir dieser Kriegskonferenz und den Ischingers zu. Ihr seid Kriegstreiber. Wenn das Haus brennt, schleppt ihr noch einen Benzinkanister, um es zu löschen. Wir wollen eure Kriege nicht und wir wollen auch nicht eure Kriegslügen.